mich selbst war politisches Engagement und damit Bürgerbeteiligung immer Normalfall, weil ich seit früheren Jahren mich in gesellschaftlichen Organisationen, in der Kirchenarbeit, aber dann auch in der politischen Jugendarbeit engagiert habe. Also mir hat es immer Freude gemacht, mitzugestalten, mitzureden und mich einzubringen. Und je mehr wir das wieder schaffen, dass wir Menschen zum Mitarbeiten gewinnen, umso besser ist es. Junges Engagement, wie wir es jetzt erleben bei Pulse of Europe, aber auch bei den Demonstrationen für den Klimaschutz oder selbst bei kritischen Debatten wie dem Artikel 13 Uploadfilter. Je mehr man sich engagiert, einbringt, seine eigenen Gedanken einbringt, umso besser ist es für eine lebendige demokratische Gesellschaft. Eigentlich bin ich seit meiner Schulzeit in Bürgerinitiativen aktiv. Das begann in der Umwelt AG in der Schule, dann in Umweltorganisationen wie dem BUND und ging dann weiter bei ATTAC. Und für mich ist die Verbindung von Parteien, die Veränderungen durchsetzen wollen, mit der Zivilgesellschaft ganz fundamental, um überhaupt progressive Veränderungen durchzusetzen. Denn schließlich haben wir immer mächtige Interessensgruppen mit ausreichend Geld, die ihre Privilegien verteidigen. Und wenn man das Gemeinwohl zum Durchbruch verhelfen will, dann braucht man eben die Stimme der Bürgerinnen und Bürger. Es war während meiner Schulzeit im Grunde genommen, indem wir auf Veranstaltungen gegangen sind, wo Politikerinnen und Politiker waren. Ich weiß noch, ich habe damals ein bisschen meine Auseinandersetzung mit dem amtierenden Schulminister von der SPD gehabt. Der hat dann nachher auch gesagt, mein Fan-Trupp ist wieder dabei, weil wir den halt immer mit Fragen und unseren Gegenvorschlägen konfrontiert haben. Ich wäre froh gewesen, wenn es sowas wie die Hausparlamente damals schon gegeben hätte, weil das ja ein sehr schön strukturierter Prozess ist, der nachher eben auch in Richtung Politik mit Arbeitsaufträgen daherkommt. Mein erstes demokratisches Erlebnis hatte auch was mit Bürgerbeteiligung zu tun. Da muss ich so ungefähr 8 gewesen sein, vielleicht war ich 10. Da haben wir Unterschriften gesammelt in unserem kleinen Ortsteil, um einen Abenteuerspielplatz zu bekommen, weil wir nur so einen piffeligen kleinen mit einer Rutsche und einer Schaukel hatten. Und ob es darauf zurückzuführen ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt mittlerweile einen Abenteuerspielplatz in meinem Stadtteil. Bei mir bildet sich ja Meinung durch Debatte. Und da ist das Engagement, das man von Bürgern erlebt, von Organisationen, auch von Verbänden erlebt, von zentraler Bedeutung. Bevor ich im Europäischen Parlament sozusagen meine Stimme abgebe, mein Votum abgebe zu Gesetzesvorschlägen oder zu bestimmten Verträgen wie CETA oder TTIP, höre ich natürlich vielen Verbänden zu, vielen Institutionen zu. Man bildet sich Meinung, so wie das jeder Mensch, egal ob er jetzt Politiker ist oder nicht Politiker ist, ja macht. Und wenn es dieses Engagement nicht gäbe von den verschiedenen Interessenvertretern, dann würde lebendige Debatte abgehen und falsch sein. Es gibt keinen Moment, wo man sagen kann, dass jetzt das eine einzelne, die Demo oder das einzelne Gespräch dann die totale Veränderung gebracht hat, weil ja jeder von uns aus seinem gesamten Erfahrungsschatz heraus seine Positionen entwickelt und auch ich meine Entscheidungen dann daraus ableite. Aber ohne das Engagement wären viele Entscheidungen sicher auch anders gelaufen und andere Schwerpunkte gesetzt worden. Das passiert eigentlich ständig und zwar am allermeisten bei Bürgerveranstaltungen. Wenn Großproteste stattfinden, das sind meistens Themen, die wir dann im Europaparlament lange behandelt haben. Ich habe meine Meinung zu TTIP oder zum Urheberrecht nicht verändert. Die haben wir durch die Proteste. Aber bei den Bürgerveranstaltungen, die ich ja regelmäßig mache, sowohl hier im Wahlkreis in Düsseldorf wie bundesweit, da lerne ich so viel von den Leuten, weil die Leute zu mir kommen mit einem konkreten Anliegen, aus einer konkreten Erfahrung heraus. Und dabei verändert sich jedes Mal meine Weltsicht. Also zum Beispiel zuletzt, was jetzt hier auf der Wahlkampftour war, zum Beispiel bei der Frage, warum haben wir keine Regeln für einheitliche Stecker für Elektroautos? Warum hat Europa das noch nicht geregelt? Da habe ich dann erstmal gesagt, hoppla, das habe ich zwar schon mal gehört, aber richtig durchdacht habe ich es nicht. Und das werde ich jetzt nachholen. Also ohne Bürger bleibt man ziemlich dumm. Ich nutze ohnehin immer die Möglichkeit, bevor ich mir schon ein abschließendes Bild mache, auch solche Meinungen aus Bürgergesprächen und anderem mit einzuholen. Und von daher ist das für mich etwas, was ich teilweise aufgrund von Bürgeranfragen, aufgrund von Veranstaltungen und Wortmeldungen, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis einfach auch immer mal die Probe aufs Exempel mache. Das ist für mich eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, das vom Vorhinein mit reinzuholen, bevor man sich schon mal in irgendwas festgefahren hat und dann möglicherweise auch Schwierigkeiten hat, das in der Gruppe oder in der Partei wieder anders zu sehen.
Bei der Urheberrechtsreform hat natürlich die Meinung, die öffentlich geäußert wurde, eine große Rolle gespielt. Ich habe zwar schon lange vorher mich damit beschäftigt und auch diese Anliegen auch vertreten und versucht durchzusetzen im Rahmen der Bundesregierung und auch gegenüber anderen Mitgliedstaaten. Aber das hat natürlich ermöglicht, zumindest nochmal Veränderungen reinzubringen und hätte ja auch fast dazu geführt, dass es im Europäischen Parlament auch geklappt hätte. Im Ministerrat ist es halt so, man kann nicht über nur einen Artikel abstimmen, sondern nur über eine ganze Richtlinie. Deswegen ist so der Protest gegen den einen Artikel ist dann das eine, aber man muss schon die ganze Richtlinie als Ganzes ansehen. Das ist halt der Punkt, wenn man so eine Protestbewegung hat oder eine Bewegung auf der Straße hat, dann ist es manchmal schwierig zu differenzieren. Das ist vielleicht das Einzige, was ich noch anmerken möchte. Das war bei den Demonstrationen gegen die Handelsverträge auch so. Dass es dann manchmal nur ein Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß gibt. Und oft ist eben die Realität dann etwas komplexer. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass keine Enttäuschung entsteht, obwohl die Bewegungen sehr, sehr wohl was bewirken. Das muss man immer wieder zurückgeben. Sie bewirken was, in dem Veränderung reinkommt, auch wenn möglicherweise die Maximalforderung nicht erfüllt wird. Es gibt keinen Trigger-Moment, sondern es geht um die Frage der Argumente. Und die Argumente waren bei den beiden Bewegungen, die wir jetzt erwähnt haben, also Urheberrechtsrichtlinie und Handelsverträge, waren das ja sehr gewichtige und auch sehr, sehr gute Argumente, die man nicht alle teilen muss, aber einen guten Teil davon. Aber sowas kann natürlich auch im direkten Gespräch entstehen. Ich mache im Moment einen Wahlkampf, der fast ausschließlich aus Dialog besteht. Ich mache immer nur einen ganz kurzen Input, 10 Minuten oder so. Und dann kommen Menschen auf die Bühne und stellen ihre Fragen. Und das ist wirklich so, dass man dann teilweise sagt, hey, das habe ich so noch nicht gesehen. Und das auch mitnimmt und auch weitergibt in die einzelnen, zum Beispiel Ministerien, aber auch in die Partei, die das dann weiter bearbeiten und verfolgen. Die europäische Ebene muss sich öffnen für die direkte Bürgerbeteiligung. Europa muss näher an die Menschen ran. Wir müssen das aufnehmen, was die Menschen umtreibt und bewegt. Und die Abschaffung der Zeitumstellung ist dafür sicher ein gutes Beispiel, wo die Kommission die Beteiligung ermöglicht hat und dann das Ergebnis auch respektiert und ernst genommen worden ist und dann auch ein Gesetzesvorschlag auf den Tisch gelegt worden ist. Nichtsdestotrotz wird man immer darüber reden müssen, ob wir die Möglichkeiten, die Maßnahmen, die Tools, die wir haben, um Bürgerbeteiligung zu gewährleisten, ob wir die noch verbessern können. Beispielsweise ist schon in Europa wichtig, dass alle Mitgliedstaaten ihren Beitrag abgeben und nicht nur einzelne Länder sozusagen dann die Richtung bestimmen. Europa lebt von allen Europäern. Und deswegen kann man über die Beteiligungsformen, über die Mechanik dahinter, über die Technik dahinter immer reden. Aber im Prinzip bleibt richtig, die Bürger zu befragen, ist eine der zentralen Aufgaben Europas, weil Europa näher an die Menschen ran muss. Die Europäische Bürgerinitiative ist im Lissabon-Vertrag eine der großen Errungenschaften der Europäischen Union, dass eben Bürger von sich aus Europa mitgestalten können. Und die letzten Jahre waren es weniger technische Fragen, die sozusagen Enttäuschung erzeugt haben, sondern eher der Umgang mit diesen Initiativen, wie das dann in Brüssel dann auch ernst genommen worden ist. Und ich möchte es ändern. Ich möchte, dass wir diejenigen, die sich die Mühe machen, Themen anzustoßen, dass das einfach im Gesetzgebungsalltag, auch durch die EU-Kommission, die Regierung Europas sozusagen, zukünftig stärker ernst genommen wird, aufgegriffen wird. Da steht vor allem Respekt auch, inhaltlicher Dialog im Mittelpunkt und nicht einfach nur formal zu sagen, das ist irgendwie nicht zulässig oder so, sondern der Respekt gegenüber den Initiativen, das einzubinden in die parlamentarische Arbeit, muss im Zentrum stehen. Wenn es Bürgerengagement gibt, beispielsweise über die Europäische Bürgerinitiative, dann muss das Europäische Parlament und die nächste EU-Kommission diesen Initiativen immer mit Respekt gegenübertreten. Selbst wenn rechtlich manchmal Fragen dahinter stehen, dass Themen nicht in Europa gestaltet werden können, muss der Inhalt, muss das Thema aufgegriffen werden. Und es hat viel mit Dialog zu tun, es hat viel mit Einbinden zu tun, es hat was mit Respekt zu tun. Und diese Methode, dieses Stilelement des Respektes ist dabei fundamental. Also gut, das eine ist natürlich eine Bürgerbefragung wie das. Da wissen die Bürgerinnen und Bürger aber eigentlich nicht genau, ob ihre Informationen wirklich zu einem Veränderungsergebnis führen. Und ich bin vielmehr dafür, dass man Bürgerinnen und Bürger nicht nur befragt, sondern ihnen tatsächlich Macht übergibt.
Mit der Europäischen Bürgerinitiative ist das schon so. Das hat mehrfach politische Veränderungen gebracht, weil sie Bürgerinnen und Bürger dann wissen, dass ihr Anliegen tatsächlich auf die Agenda des Parlaments gesetzt wird. Genau das Gleiche brauchen wir bei der Weiterentwicklung. Wir wären zum Beispiel dafür, dass es eine richtige Volksinitiative gibt. Das heißt, wenn 1 Million Menschen unterschreiben, dann gibt es auch eine Gesetzesvorlage. Und die Gesetzesvorlage kann dann entschieden werden. Und vielleicht in ferner Zukunft können wir dann auch mal ein richtiges Referendum europaweit bekommen. Also kurzum, Bürgerbeteiligung funktioniert dann am besten. Und am meisten Leute werden sich auch repräsentativ beteiligen, wenn sie wissen, dass sie nicht nur befragt werden, sondern wenn sie auch Macht- und Entscheidungskompetenzen bekommen. Und für so eine Variante von stärkerer europäischer Demokratie wäre ich sehr zu haben. Also ich denke, wir müssen schon dann auf europäischer Ebene aufpassen, dass wir wirklich eine Beteiligung quer durch die Mitgliedstaaten haben. Aber das war ja nun wirklich ein Thema, was auch elektrisiert hat. Also das hat man hier in den Debatten gemerkt, fand ich schon spannend. Wir müssen, also ich finde, dass es richtig ausgegangen ist. Wir versuchen schon etwas länger zu sagen, dieses Hin und Her mit den Zeiten, das macht keinen Sinn. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir europaweit eine Regelung finden. Ich glaube, die schlechteste Lösung wäre jetzt ein Flickenteppich, zum Teil Sommerzeit, zum Teil Winterzeit. Da müssen wir jetzt eine von beiden Möglichkeiten uns schlicht zu eigen machen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähnlich war es ja bei der Urheberrechtsrichtlinie auch. Da haben die Menschen auch in Deutschland protestiert, ein paar noch in Österreich, aber sonst europaweit eigentlich praktisch gar nicht. Und das ist natürlich immer so eine Sache. Deswegen finde ich es richtig, wenn wir europaweit direkte Demokratie befürworten, dass man auch schauen sollte, dass man ein Quorum hat, was eben sagt, in so und so vielen Ländern müssen mindestens so und so viel Prozent teilgenommen haben, damit es eben nicht solche Themen sind, die eigentlich nur in einem Land wirklich Öffentlichkeit erlangen. Das Wichtigste, was Europa braucht, ist zuhören und Verständnis füreinander entwickeln. Das gilt sowohl bei den Inhalten, wie wir das jetzt diskutiert haben, als auch bei den nationalen Perspektiven zwischen Ost und West vor allem, Ost- und Westeuropa, wo wir derzeit leider Gottes sehr starke Spaltungstendenzen haben. Wir müssen wieder lernen, aufeinander zuzugehen und nicht mit vorgefassten Meinungen, Vorurteilen zu arbeiten, sondern mit Respekt zu arbeiten. Das scheint mir ein zentraler Punkt zu sein. In meinem Arbeitsalltag als Europapolitiker ist das Brückenbauen die Grund-DNA sozusagen, das Grundprinzip, weil ich immer versuchen muss, auf andere zuzugehen, den anderen zu verstehen, sowohl andere Parteien als auch andere Länder, um miteinander Verständnis für die Zukunft zu entwickeln. Und die Grundessenz Europas ist der Kompromiss. Und der ist ja im Wahljahr 2019, steht der ja zur Debatte mit dem aufkommenden Nationalismus und Egoismus, der wieder zurück ist, steht die Frage des Kompromisses jetzt wieder zur Debatte. Ich liebe starke nationale Positionen, auch parteiische Positionen, die man vertritt, die jeder Bürger für sich hat, aber auch Parteien haben. Aber ich liebe dann am Schluss auch, wenn man diese starken Positionen zum Kompromiss vereint. Und das ist die Essenz Europas. Ich bin sehr der Meinung, dass wir Formate brauchen, in denen Menschen miteinander diskutieren, die unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben viel zu sehr, ich sag's mal so, die Umweltschützer reden mit Umweltschützern, die AfD-Freunde reden mit ihren AfD-Leuten, die Europafreunde reden mit den Europafreunden. Wir brauchen Formen politischer Auseinandersetzung, wo Menschen sich über ihre politischen Präferenzen hinweg in Würde und Respekt miteinander begegnen. Und ich glaube, alle Formen, die das stärken, sind gut. Insofern hat was Sympathisches an den Hausparlamenten, man lädt erstmal Freundinnen und Freunde zu einer politischen Diskussion ein, die ja nicht immer alle einer Meinung sind. Und das finde ich stark daran. Und genauso gilt meine Unterstützung vor allem all den Demokratieformaten, die es schaffen, aus der eigenen Blase herauszukommen. Ich finde das hervorragend. Das ist mit einer der Gründe, warum wir es bei uns ins Wahlprogramm aufgenommen haben, weil es einfach noch einmal ermöglicht, in der Breite der Bevölkerung zu diskutieren. Und zwar demnächst bitte zu diskutieren, bevor Entscheidungen in Brüssel oder Straßburg getroffen werden. Das halte ich für wichtig und das müssen wir hier einfach auch in die jeweiligen Deutsche, aber ansonsten in den Mitgliedstaaten, in die nationalen Öffentlichkeiten bringen. Wir haben viel zu wenig Medienöffentlichkeit für diese europäischen Themen. In dem Zeitpunkt, wo noch was verändert werden kann, da käme es mir in Zukunft drauf an. Ich finde, dass solche Formate unbedingt gefördert werden müssen. Für mich ist das beste Beispiel Irland, wo es um sehr emotionale Fragen auch ging, zum Beispiel die Ehe für alle,
Oder auch die Frage von Schwangerschaftsabbrüchen, wo der Austausch innerhalb der Bevölkerung gefördert wurde, gezielt und systematisch gefördert wurde. Und das hat dazu geführt, dass in diesem sehr katholischen Land man zu diesen Fragen eigentlich ganz geschmeidig vernünftige Lösungen gefunden hat. Und das sollten wir viel häufiger tun. Auch da, wo es nicht institutionalisiert ist, sollte man es häufig tun. Wie gesagt, ich versuche das im Moment in meinem Wahlkampf auch sehr stark. Auf Marktplätzen, wo auch jeder vorbeigehen kann, wo auch jeder spontan sich melden kann. Einfach die Möglichkeit zu geben, sich auch mal auszutauschen. Aber je mehr das auch im nicht-politischen Umfeld passiert, also innerhalb von Familien, Vereinen oder Zivilgesellschaft einfach, das trägt ganz, ganz viel zur Befriedung, zum Frieden in der Gesellschaft bei.